Hallo, meine Süßlinge. Welcome back to my channel. Ich nehme fix ein kurzes Video auf von Sachen, die ich verbraucht habe im Februar. Und die wollte ich euch mal zeigen. Das sind nur 5 Teile erstmal. Und macht es euch schön bequem. Und ich fange mal an. Und zwar wäre das einmal diese West Smooth Hydra Moist Ice Water Sleeping Mask. Die ist wirklich so, so super. Wirklich ratzekalär. Das ist so ein hellblaues Eisgel. Und das steht eigentlich drauf, dass es eine Schlafmaske ist. Also eine Maske. Und ich habe die aber nicht als Maske benutzt, sondern wirklich als tiefen Feuchtigkeitsspende Creme, die ich drauf gelassen habe. Und ich habe auch gelesen im Internet, dass das viele so gemacht haben. Das ist so ein Gel, das fühlt sich erstmal ein bisschen matschig auf der Haut an und man denkt, oh Gott, ich habe zu viel genommen, und das verteilt sich ja nie und nimmer. Aber das zieht so gut ein. Ich habe mir das wirklich richtig, richtig fett, auch mehrere Schichten, schön auf die Stirn eingeklopft, weil meine Stirn soll ja weiter faltenfrei bleiben. Ich bin ja schon ein älteres Mädchen. Und bisher habe ich, toi, 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 keine Falten auf der Stirn. Und ich mache mir die, wie gesagt, ganz fett drauf. Auch hier überall. Dann klopfe ich mir die so ein bisschen ein. Und da mache ich mir meistens nochmal eine dicke Schicht drauf. Auf die Stirn und unter die Augen. Die Maske, die kühlt natürlich ungemein. Und stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vor im Sommer. Und ja, also ich klopfe die dann ein bisschen ein und die zieht wirklich wunderbar ein. Obwohl man zuerst wirklich denkt, das ist ja noch komisch, das ist ja so glitschig und schmierig. Aber nein, sie zieht wirklich super ein und richtig ein und es klebt auch nichts. Und die habe ich mir auch nachgekauft. Die finde ich richtig, richtig gut. Da müsst ihr wirklich mal im Internet gucken. Ich habe die, glaube ich, bei Temu bestellt. Ich glaube so 3-4 Euro. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber mehr wie 4 Euro auf gar keinen Fall. Vielleicht auch zwischen 2 und 4 Euro. Die Preise schwanken ja da immer sehr. Also die Creme fand ich wirklich, wirklich super. Ist ein ganz, ganz klares Kaufempfehlung. Aber wie gesagt, bei mir funktioniert sie. Ne? Es muss nicht sein, dass die bei euch auch so toll ist. Ist ja immer jede Haut anders. Ne?
Dann hatte ich mir mal das Pixi Hydrating Milky Mist gekauft bei Flaconi. Das ist so ein Gesichtsspray. Das ist ja schon relativ teuer. Ich glaube so 8 Euro oder so. Aber ich habe es, glaube ich, für 5 bekommen. Und ich fand es gut. Ich fand es richtig gut. Was ich sehr, sehr angenehm fand bei diesem. Die Haut klebt nicht danach, weil bei vielen Gesichtssprays ist es ja so, ich liebe ja Gesichtssprays, aber bei vielen ist es tatsächlich so, dass es so irgendwie so klebt dann, ne? Und so ein bisschen klebrig ist und so. Aber das überhaupt nicht. Also, das fand ich sehr, sehr gut. Es ist halt nur schade, dass das so klein ist und so schnell aufgebraucht wird. Und ist auch so ein ganz toller Nebel, so ein sanfter Sprühstoß. Und ich würde es mir schon noch mal kaufen. Ich fand es wirklich gut. Es war auch das erste Mal, dass ich, glaube ich, was von Pixi hatte. Aber ich fand es wirklich gut, weil das ist auch beruhigend und entzündungshemmend und ja, würde ich auch eine ganz klare Kaufempfehlung geben. Aber wie gesagt, für meine Haut. Es kann immer sein, dass eine andere Haut anders reagiert. Das ist mir auch schon passiert, dass ich Sachen nachgekauft habe, die andere toll fanden und die bei mir aber nicht so toll waren. Na? So. Dann habe ich Haribo Winterhelden, ist die Veggie Variante. Davon habe ich schon eine Tüte aufgegessen. Und die nächste angefangen. Die sind wirklich gut. Sind teilweise ein bisschen sauer, aber nicht zu doll, weil ich mag nicht so gerne sauer. Die sind auch so, die, also weil das ja diese vegane Variante ist, dann sind die immer so ein bisschen härter, ne? So ein bisschen gummihafter. Aber ich finde das gut bei Gummibärchen, wenn die ein bisschen härter sind, weil man hat länger was davon. Man kann da schön drauf rumgnietschen. Und die Sorte, wenn ihr die mal seht, Winterhelden, die fand ich ganz gut. Würde ich mir, ups, definitiv wieder kaufen. Schaut. So ein kleines Eichhörnchen. Was ist das? Das ist so ein kleines Mädchen oder Junge mit einer Wintermütze. Klare Kaufempfehlung, fand ich gut. Dann habe ich einmal diese Flips Cheese Doodles. Und das ist mit Blauschimmel-Flavor, also Käse. Die waren richtig, richtig gut. Richtig gut. Ich weiß nicht, ob es die auch bei
bei Kaufland gibt oder Real oder Edeka. Das weiß ich nicht. Ich habe die bei Snackier mir geholt. Unbezahlte Werbung. Alles selbst gekauft, unbezahlte Werbung. Die waren richtig gut. Die sind aber auch wirklich mächtig. Die schafft man nicht an einem Tag. The Cheesier Snack. Und dann habe ich mir auch bei Snack hier die eingepackt. Die Cheetos, Crunchitos, Sweet Chili Flavor. Das sind auch so eine Flips. Auch super, super lecker. Ich liebe ja Sweet Chili. Also es ist ein bisschen Schärfe und ein bisschen süß. Ich alles bei Snack hier bestellt. Da schaut auch gerne mal in die Rubrik Too Good To Go. Da findet ihr auch wirklich gute Schnäppchen, die entweder kurz vor dem Haltbarkeitsdatum sind oder kurz abgelaufen sind. Und da könnt ihr so eine Tüte dann auch mal für 59 Cent bekommen. Sonst sind diese ja immer sehr, sehr teuer. Die kosten ja teilweise 2, 3, 4 Euro. Na, also schaut ruhig mal in die Rubrik Too Good To Go. Too Good For Go. Nee, Too Good To Go. Ne? Ja. Ja. Das war es auch schon von mir. Das war jetzt mal ein kürzeres Video. Aber ist ja auch vollkommen in Ordnung, denke ich. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, meine Süßen, meine Zuckerschnuten. Ciao, ciao, meine Süßen. Ich hoffe, ich sehe euch alle wieder beim nächsten Video. Bye, bye.